Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Von Lord wir im Überlebensmodus und tatsächlich gibt es hier einen Weg auf den Dach hoch. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Den hier habe ich eingesammelt, aber ich habe den Weg hier oben nicht gesehen. Ist das bitter. Wir gehen einfach wieder rein. Nach vor Tagen. Immerhin wissen wir, es gibt zwei Wege. Ist doch egal, wir haben es ja geschafft. Von daher passt das schon heute bei For Lord 4 im Überlebensmodus. Ha, da holen wir uns den Kellogg. Die Kelloggs. Wir werden sie alle aufessen. Ich. Okay. Das hat niemand gesehen. War überhaupt kein Leck oder so. So, wir müssen nach unten. Ja, schön. Da kommen wir gerade her. Wieso bin ich überhaupt hochgegangen? Ja, aber von da komme ich doch. Okay, es muss er. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Es muss einen besonderen Weg darunter geben. Ein Fahrstuhl möglicherweise? Oder etwas anderes? Es muss eigentlich hier oben sein, ne? Wieso sollte man hier sonst hochgehen? Wieso sollte man sein verdammtes Leben riskieren? Hier ist die Leiter. Ach, deswegen. Wegen der Leiter. Entweder kommt man von unten oder von oben. Das heißt, man muss mittig höchstwahrscheinlich irgendwo einen Weg finden. Wobei untenrum war natürlich der entspanntere Weg, muss man dazu sagen. Alter, jetzt komm. Mach mich nicht schwach. Hörst du mir nicht zu? Mach mich nicht schwach. Dieses dämliche Schloss, ne? Halleluja. Geschafft. So, das nehme ich gerne mit. Habe ich sowieso so viel verschwendet von dem Zeug. So. Dann wollen wir mal den Weg suchen. Zum Glück ist hier kein Feind mehr. Gut. Ist irgendwas mit dir? Der ist einfach aus. Wieso bist du aus? Keine Ahnung, komm, ich zimmer ihn einfach mal ein paar Kugeln rein. Als sein Bauch war. Achso, jetzt der legendär geworden. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Sein Bauch war seine Schwachstelle, ne? Ja, 47 Erfahrung for free. Den nehme ich mit. Okay. Er meint. Okay. Ich hab's verstanden. Du bist nicht so nett, wenn du kaputt gehst. Komm, nehmen wir ihn ganz auseinander. Wieso nicht? Okay. Jetzt entfernen wir uns ein bisschen. Was ist denn los? Warum? Was denn? Ich krieg den nicht mal tot, wenn er sich nicht mal wehrt. Freunde, ich krieg den nicht mal tot, obwohl er sich nicht wehrt. Was soll denn das? Ah! Ist klar, Alter. Wo ist er hin? Alter! Wollte gerade schon sagen, wo ist er hin? So, das können wir verkaufen. Da dreht er erstmal am Rad. Toll, jetzt ist hier über die Radioaktivität. Okay, suchen wir den Weg. Da muss ja irgendwo. Irgendwo muss ja hier was sein. Was? Da wollte ich eigentlich nicht hin. Wir gucken mal auf die Karte. Lokale Karte. Ja, wie schön ersichtlich so eine Karte sein kann, ne? Commonwealth. Commonwealth. Okay. Lösen wir dieses Rätsel kurz. Okay, das war schon mal nichts. Habe eigentlich gedacht, da wäre etwas gewesen. War es aber nicht. Muss ich tatsächlich meine Intelligenz langsam anschalten? Man merkt schon, da ist nicht sehr viel vorhanden. So. Da flackert der Bildschirm. Er will mir sagen, dass ich das verkacken werde. Ah, Versuche zurückgesetzt. Ich liebe es. Ich liebe es einfach.
So. Okay, keep it. Bin drin. Ihr könnt mich alarmen. Besteuerung. Deaktivieren. Atomsteuerung, nicht Türsteuerung. Ah. Ich verstehe. Tür öffnen, da. Ach, die Tür. Hab ich gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Super. Ich freue mich. Ach, warum tust du mir das an, Schloss? Ich hab dir nie etwas getan. Versuch dich nur zu knacken. Ja. Gut. Ich kann's verstehen. So. Ich wollte gerade eigentlich einen Frauenwitz geschafft reißen, aber dann habe ich mir gedacht. Nee. Machst du lieber nicht. So, alle anderen können sich denken, was ich sagen wollte. So. Ist schön, wie die Kugeln hier noch in der Luft schwirren. Ha? Nach oben. Da war ein Fahrstuhl Stadt versteckt. Stock. Welcher Stock? Stock. Vierter Stock? Ach, wie vierter? Nach oben, was? Ich bin runter gegangen. Stock. Okay, hier sind die Ketten. Da kommen wir raus. Bewegung entdeckt. Seltsam. Nein, warum schon wieder legendär? Okay, ich hätte das Geschütz abschießen sollen. Ich hab's verstanden. Warum ist das schon wieder ein legendärer? Nein, nicht. Oh, er hat mich gesehen. Wo ist denn die Tür? Hä? War hier nicht. War doch gerade noch eine Tür. Okay. Dafür habe ich den Beinrammler. Wenn ich sein Bein sehen würde. Okay, fangen wir mit dem Quicktod an. Okay. Das ist ein Laser. Okay. Plötzlich kippt er um. Scanne. Weil wahrscheinlich nur ein ganz normaler sind. Wie hab ich es denn da durchgeschafft, ohne kassiert zu kriegen? Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück auf den Angreifer. Ja, wow. Bin begeistert. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Nö. Oh. Ich bin bereit, wenn Sie wiederkommen. Aus dem Weg. So. Rüstungswerkstatt schon wieder. So wie keine Waffenwerkbank. Komm, irgendwie habe ich einen Sinn dafür, wo es anfängt. Normalerweise fange ich links an, aber jetzt habe ich rechts angefangen. Habt ihr schon mal gemerkt? Schön. Irgendwie so ein sechster Sinn fürs Knacken. Gut, ich habe mich schon so oft durch das Knacken durchgewühlt. Ich glaube, ich kenne es auswendig. Ja, Waffenwerkbank. So, umbenennen. Ich finde, Kniekracher hört sich ganz gut an. Hallo. Hallo, bitte störe mich nicht beim Arbeiten. Danke. So. Modifizieren. Ich meine, hier können wir sowieso nichts machen eigentlich, ne? Wir werden ihn später modifizieren. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Was machst du da und? Verfolge Protokoll des Instituts. Eliminiere Feind. Nahkampfprotokoll aktiviert. Easy. So, du bist schon ein bisschen heftiger, ne? Muss man sagen. Guckt euch immer an. Fette Rüstung und so. Schlagstock. Ja, super. Gut, kein Wunder, dass er nichts machen konnte. Im Schlagstock kommt man nicht weit bei mir. Oh, Ventilator nehme ich mit. So, Kellogg. Du bist jetzt. Sieh, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Und? Ich mag Bohnen und Apfelkuchen. Ja, Bohnen nicht, aber Apfelkuchen, ja. Doch, Apfelkuchen ist gut. Aber Apfelkuchen sage ich nicht nein. Freunde, macht mir einen Apfelkuchen. Ich würde mich freuen.
Das hätte man sehen können. Schöne Lichtshow, ja. Definitiv. Ich höre eine Apparatur. Aber ich nehme die Schreibmaschine erstmal mit und die Kochplatte. Impulsgranate, sehr schön. Das nehmen wir doch alles mit. Da, Instinkt, Freunde. Nach links gedreht. Nicht nach rechts. Das wär's. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich hau mal nicht rum. Alter. Seht ihr, das ist das Gute an Dogmeat? Man kann einfach über ihn rüberspringen, wenn er nervt. Bei den anderen Charakteren kannst du es nicht machen. Dem musst du es erstmal sagen, dass sie weggehen sollen. Und deswegen liebe ich meinen Hund. Ja, schreist noch lauter heraus, dass ich komme. Danke. Ach, Köderli. Köderli, Köderli. Was mache ich nur mit dir? Ist es dein Ernst? Kannst du mal ein bisschen aus dem Weg gehen? Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich! Was ist denn los mit dir, Kollege? Ich will doch nur reden. Das glaube ich mir selber nicht mal. So, Dude. Und Hund. Sollte ich Two-Face nennen. Wenn du zwei Gesichter hast, ein blutiges und ein normales. Würde es euch gerne zeigen, aber er bewegt sich zu viel. Psst. Guckt euch ihn an. Two-Face. Einmal rechts blutrünstig und links freundlich. Er ist sogar maulblutig. Wieso bist du maulblutig? Achso, du wurdest angeschossen. Ich wollte gerade sagen, du hast doch einen Sinn angegriffen. Sind bluten doch gar nicht. Hier ist ein Stuhl. Und ein paar Knöpfe, die wir nicht drücken können. Ja, sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Warum machst du sowas? Wer macht sowas? Wer oder was auch immer sie sind, ich weiß, dass sie da draußen sind. Das sind ganz viele. Du warst aber ein normaler Sünd, das weiß ich. Und die bleibt einfach cool. Wir haben nichts zu verlieren. Außer vielleicht dich. Aber das ist mir egal. Ich weiß, dass sie noch da sind. Dann würdest du aber schießen. Auch ein normaler Sünd gewesen. Nee. Na, wer wird denn da nervös? Die modernsten Sensoren des Instituts. Oh. Kellogg's sichere Anlage infiltriert. Terminierung erforderlich. Au, wo wusstest du, dass ich da bin? Undi, mach ihn fertig. Wieso kann man da durchschießen? Wenn ich das gewusst hätte, ich ihn sofort platt gemacht. Okay. Schauen wir mal weiter. Es sind irgendwo noch mehr Dudes. Das Ding ist, ich kämpfe eigentlich mit nichts anderem mehr als mit Snipern. Das ist die sicherste Art und Weise, zu kämpfen. Alles andere ist eigentlich nur noch tödlich für mich. Was strahlt denn da so? Was ist denn das? Kann ich da runter und nachgucken? Vielleicht. Aber mich würde eher interessieren, was er mit meinem kleinen Sohn machen möchte, oder machen wollte, oder gemacht hat. Achso. Gut, das heißt, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Naja. Kurz sagen, was du mit meinem Sohn gemacht hast. Ich würde sagen, das bringt schon so einiges.
Experte? Ich kann Expertenschlösser knacken? Ach du Scheiße, das kann ja widerlich werden. Aber ich kann keine Meisterschlösser knacken, ne? Da haben wir einen falschen Eintrag. Ja, das könnte sogar gleich ein bisschen dauern. Aber wir können es definitiv schaffen. Sei es mit Glück oder mit Können. Eins von beiden wird funktionieren. Spätestens wenn ich keinen Bock mehr habe, werde ich das einfach schneiden, indem ich wahllos auf irgendwelche Wörter drücke. Aber es sieht doch ganz gut aus. So, wir haben wie viele Wörter? 1, 2, 3, 4? Das soll Experte sein? Das wär's. Turmsteuerung. Deaktiviert. Türfernsteuerung. Türfernsteuerung. Du mich auch, Alter. Da, ich hab's wieder rechts gemacht anstatt links. Oh mein Gott, Intuition pur. Ich hab so viel unter den Schlössern gelitten, dass ich die echt gut kenne. Ich weiß aber nicht, ob das Glück ist. Höchstwahrscheinlich Glück. Ups, das wollte ich gar nicht. Oh. Geld. Unterklammern und Abstergo-Putzmittel. Und wo war hier jetzt ein Turm? Hä? Wo ist? Wo? Achso, ich bin hinter der Tür. Turm habe ich nicht gesehen. Kommt vielleicht noch ein Turm? Ja, ich verstehe. Die Erfahrung lasse ich mir aber nicht entgehen. Ich glaube, sobald abgeschaltet ist, kann man ihn nicht mehr zerstören. Sonst wäre er jetzt schon längst tot. Seltsam. Ist da jemand anwesend? Warum schon wieder legendär? Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ja. Definitiv. Kommst du nochmal? Ansonsten werde ich jetzt mal ein bisschen tricksen. Wenn ich ein bisschen mein Inventar sehen könnte. Und zwar machen wir Kryomine. Na, Kryo wird wahrscheinlich nichts bringen gegen die Dinger, ne? Dann eher eine Plasma wäre schon schlecht, nicht schlecht, ne? Plasma Granate. Impulsgranate. Ach verdammt. Mine wollte ich doch. Habe ich echt keine Minen? Ich habe Kryominen, ja. Vitamine. Naja. Da wird wahrscheinlich resistent gegen sein. Sensor meldet, offenbar ist ihr Versuch, sich zu tarnen, fehlgeschlagen. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Interessant. Achso, er ist schon. Ich wollte sagen, digitiert. Komm doch her! Da warten ein paar Minen auf dich. Los! Tu mir den Gefallen. So lange beklaue ich dich einfach. Und gehe hier durch. Wir wissen, dass in den Toiletten sehr oft Granaten sind. Wir müssen aufpassen. Okay. Ah, oh, den Mülleimer nehmen wir noch mit. Tarnfähigkeit. Faszinierend. Ja, ich bin total getarnt, du. In der Dusche. Ich tarne mich als jemand in der Dusche. Da wird er niemals dahinter kommen. Natürlich. Ach, er hat mich vergessen. Ist ja faszinierend. Es war eine schlaue Entscheidung zu fliehen. Ich bin nicht geflohen. Ach, die Minen sind alle obs gegangen, ja? Hallo? Oh Gott, da ist ja noch einer! Meine Mine. Ich habe meine Mine geworfen. Da hat sich einfach jemand hinter der Ecke versteckt. Habe ich das jetzt aber gespeichert? Okay. Ich hab nicht mal mehr die Mine in der Hand. Mist. Och Mann, warum?
Sensor meldet feindliche Präsenz. Hallo, auf Wiedersehen. Ja, hallo, auf Wiedersehen. Der war nicht schlecht, das gebe ich zu. So. Ziehen wir uns erstmal ein bisschen Blutkäfersteak rein. Auch die sind nicht schlecht, die Blutkäfersteaks. Kopf, kommst du wieder? Jetzt erstmal den Hund in Ruhe und zeig deinen Kopf. Aktiv Boston, Kellogg, in Gefahr, verteidige. Ich kann warten, du. Kann warten. Wo sind sie denn hin? Sag mal. Seid ihr irgendwie ein bisschen doof im Kopf oder was? Ich hasse mich selber. Ich hasse mich selber. Beschädigt. Oh Mann. Weisung von Kellogg erhalten. Eindringling vernichten. Nährsensor kritisch beschädigt. Da ist Mr. Legendäre Heini. Sollte er herkommen, ist er auf jeden Fall tot. Direktive, Sigma, Omikron, Kellogg, beschützen. Naja, Quatsch, du nur. Hör auf zu schießen, mach eine Pause. Einringen in Fort Hagen. Eliminiere Feind. Oh, kennst du sogar die Namen. Level up! Okay, schauen wir mal, was machen wir denn? Also ich würde glatt behaupten, wir setzen... Ah, können wir gar nicht, Level 40 Charakter. Na gut, dann halt nicht. Was haben wir denn? Aufmerksamkeit, kennt ihr die Schwachpunkte der Feinde? Ja gut, das war natürlich... Also, entweder Gewehrschütze oder... Ja, wir müssen eigentlich Gewehrschütze machen, ne? Ja, Gewehrschütze wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen Bonus geben. Wissenschaft wäre natürlich auch nicht schlecht, aber das können wir später machen. So eilig habe ich es da jetzt nicht. Machen wir Gewehrschütze. Der Schaden tut auf jeden Fall bestimmt gut. Also nicht mir. Den Gegnern tut er wahrscheinlich sehr gut. Verdammt nochmal, ja. 25% mehr Schaden. Oh mein Gott. Das ist gar nicht mal so schlecht. Eventuell behalte ich dann doch die Sniper, dann spare ich mir nämlich Munition dabei. Also, was soll man nehmen, ne? Also, ich würde glatt mal behaupten, mit dem extra Bonusschaden, wenn wir den noch upgraden, den richtig stark machen, Alter. Das könnte recht gut werden. Ich meine, dafür können wir jederzeit Munition kaufen, die Munition ist recht billig. Wären wir ja nicht arm von, ne? Hey, wieso bist du so rot? Weißt du was? Psst. Hallen wir mal. Ja, ich kann so plötzlich so viel tragen, das ist so cool. Oh. So, nimm meinen Schrott. War doch schon so viel Schrott bei dir, ne? Ja. Gut, dann müssen wir definitiv bald zurück. Nach Hause. Vielen Dank. Nehme ich gerne. War hier sonst irgendwas? Da geht's auf jeden Fall weiter, das heißt, hier wird's nicht weitergehen. Munition. Das heißt, wir haben jetzt quasi nahezu einen Ersatz für auf die Gutglückknarre, ne? Obwohl, dafür haben wir schon recht viel Munition. Ja, da kommt auch auf jeden Fall einiges dazu. Aber zur Not haben wir unsere gewaltige Laserwaffe, mit der wir bestimmt einiges anrichten können. Für den Fall der Fälle, dass uns irgendwo mal die Munition ausgeht. Freunde, das ist meine größte Angst, dass irgendwann mir die Munition ausgeht. Deswegen habe ich diese 1000 Waffen. Immer ein bisschen Ersatz dabei führen. Wenn gerade auf diesen Schwierigkeitsgrad. Ist es halt doch schon. Recht gesund. Oh! Bingo.
Energiewaffenwackelpuppe. Du erhältst dauerhaft 25% kritischen Schaden mit Energiewaffen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich mache aus der einen Sniper. Ich mache aus allem eine Sniper. Was soll der Scheiß? Ist da jemand anwesend? Nein. Hallo. Wie hast du es geschafft, hinzukommen? Was, die Wackelpuppe? Hat dich die Wackelpuppe hergeführt? Greife an. Ja, ist gut. Kellogg hat ihre Terminierung befohlen. Okay. Probieren wir unsere neue Waffe aus. Und sich definitiv sehen lassen. Und er verbrennt schön. Mit dem Schlagstock kommt er an. Kann ich den Kopf mitnehmen? Oh, ich würde gerne so einen Kopf mitnehmen. Einfach nur so just for fun. Okay, die Waffe ist definitiv gut. Wir werden sie auf jeden Fall zur Sniper umarbeiten. Den 25% kritischen. Wobei, ich weiß nicht, zählt der Schleichangriff als kritischer? Das frage ich mich eigentlich schon ewig, ne? Hab's noch nie herausgefunden. Ich sollte mal googeln. Weil in Skyrim damals war das der kritische, deswegen sage ich immer kritischer. Das ist quasi einfach nur Gewohnheit. Sorry, falls das nicht so ist. Dass das kein kritischer ist. Ich sag's halt mal gerne. So, Mr. Kelloggs. Du bist es offensichtlich nicht. Ich muss zurück. Nee, ich muss runter. Hier, auf diese Ebene muss ich. Aber wie komme ich denn da hinten hin? Durch die Küche offensichtlich nicht, oder? Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. War ich hier nicht gerade eben schon? Bewegung entdeckt. Seltsam. Offensichtlich nicht. Oh, der ist schon ein bisschen stärker. Ich wusste, dass sie sich zeigen würden. Kelloggs sichere Anlage infiltriert. Terminierung erforderlich. Erleide Schaden. So, wenn wir die Möglichkeit haben, setze ich natürlich das ein, um Munition zu sparen, weil wir dafür unendlich Munition haben und die Waffe eigentlich unendlich unnötig ist. War da eine Falle? Ach, sah so aus. Lieber doch ein bisschen rumschleichen. Es ist nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Hab ich das Passwort? Nö, hab ich nicht. Dann suchen wir es. Höchstwahrscheinlich ist es da hinten. Ja. Ah, cool, hier kann ich zwischendurch schlafen. Das ist gut. Müssen wir nur aufpassen. Oh, hallöchen. Nett. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Sauber. Ja. Oh ja, ist das gut. Da müssen wir auch übrigens noch ein paar Perks reinsetzen, ne? In Schleichen. Was bist du denn für ein hübsches Ding jetzt, Kirchens? Wo führst du mich hin? Da war noch einer. Haben wir noch welche? Haben wir noch ein paar irgendwo? Da war einer. So. Sehe ich hier noch irgendwas auf Anhieb? Nö. Wir haben 1, 2, 3, 4 Einträge. Das wär's. Easy. So, was will ich da aktivieren? Turmsteuerung? Warum soll ich die Turmsteuerung aktivieren? Nö. Ich kann nicht ein. Naja, gut, es war mittig. Es war mehr rechts. Schade. Schon hat meine Intuition geschafft. Naja, was soll's. Nicht so wild.
Wir gehen erstmal hier rein. Oh, Vorkriegsgeld. Danke. Freue ich mich immer drüber. Hier haben wir noch ein paar Bettchen mit Munition. Abstergo-Putzmittel, wie immer. Und eine Haarklammerbox. Ist ja nicht so, als hätten wir schon übelst genug davon. Das ist eine Kamera. Erstmal Ventilator klauen. Was ist das hier für ein Ort? Ist das des Generals Zimmer? Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Ich werde die Sünden umbringen. Weil auf dem Rückweg werden sie mich umbringen wollen. 100 Pro. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Offenbar ist das. Okay. Das mochte er wahrscheinlich nicht so. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Du hast einen langen Weg. Du psychopathischer Mörder und Entführer. Hoppla. Gib mir schon! Sofort! Also gleich ran an den Speck, was? Gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Verdammt, du verfickter Söldner! Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? In 100 Jahren. Wenn ich dann endlich... Na Moment, wir lassen uns mal reden. Und solange... Komme ich hoffentlich in die Hölle. Damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann. Du Stück Scheiße. Sensor meldet. Nice. Okay. Das wollte ich mir nur kurz anhören. Und dann gehen wir nämlich auf Jet. Und... Psychobuff. Scheiße, ich will töten! Hör, wieso hab ich nicht weitergeschossen? Wo ist er hin? Unsichtbar gemacht hat er sich! Ist ja unglaublich. Ich stecke unter der Erde. Ich bin tot. Okay. So. Ich möchte mir reinziehen. Ein bisschen Jet, ein bisschen Psychobuff, ne? Psychojet meine ich. Ja! Mann, ich sehe nicht mehr.
Du Dreckskerl! Dann wirft er mir eine Granate hinterher. Was zum? Drecks unsichtbarer. Och Mann. Oh cool. Ohne Knarre wäre auch nicht schlecht, ne? Alter, lass mich doch schießen. Ups. Aber wieso nicht? Danke. Meine Granaten sind für den Arsch. Dankeschön. Habt ihr nicht umsonst dahin gelegt? Du bist ja doch nicht so ein Waschlappen, wie ich dachte. Sagte er, während ich weglaufe. Wieso nicht? Ja, kannst du bitte aufhören, unsichtbar zu werden? Danke. Ich sehe dich, du Arsch. Macht er sich unsichtbar. So ein bisschen schnell aufladen. Bin ich nicht. Ich töte dich. Kellogg's Terminal-Passwort. Kybernetische Gehirn. Was? Gehirn? Was? Kellogg's Pistole. Die könnte sehr interessant werden, Freunde. So. Was war das jetzt? Gehirn was? War das eine Waffe? Waren das Klamotten? Keine Ahnung. Irgendein Gehirnverstärker. Sollte wahrscheinlich sollte das Gehirn heißen. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Nö. Ich könnte auch jederzeit weglaufen, dann würdest du mit ihr selbst reden. Aber da hinten ist mein Ziel. Ihre Existenz beenden. Du hast deinen Arm verloren. Was willst du denn? Pff, der kann sich nicht mal mehr wehren. Ich bin das Opfer von Gewalt. Was du nicht sagst, ich zerschieße dir erstmal die Füße. Seien Sie gewarnt, ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Kampf, Subroutine, alle Feinde eliminieren. Ich bin übrigens sehr glücklich, dass er keinen Legendären dabei hatte. Ist mir schon oft genug passiert. So, keine Sorge, das Buch da rechts daneben habe ich gesehen. So, Zugriffsprotokoll, Lokal Login Kellogg. Anmerkung: Haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Vor Tagen gesäubert und gesichert. Brechen wir bald auf. Okay, Sicherheitszielsteuerung öffnen. Gut, dann wollen wir mal. Ha, ich hab euch voll verarscht. Ausgezeichnet. So, Pip-Boy-Fall. Oder Pip-Fall. Ah, hier sind wir hier unten. Wie lame ist das denn? Ich hätte einfach die Tür aufbrechen können, oder wäre ich hier drin gewesen, hätte die umgebracht. Naja. Hätte ich ja vorher nicht wissen können, ne? Da ging's zurück.
Ah, ich bin wieder in der Toilette gelandet. Immer wenn ich mich verlaufe, lande ich in irgendwelchen Toiletten. Das ist der Hinweg. Das ist der Rückweg. Zu spät. Nach oben. Ach, da bist du ja, mein Kleiner. Na? Wie gefällt dir dein Piercing? Schön, ne? Ich sollte Munition sparen. Wie oft ich schon sinnlos irgendwo hingeschossen habe, einfach nur so zum Spaß. Obwohl ich voller Munitionsmangel leide. Gut, jetzt nicht mehr so krass. Ich meine 1800 und 1500. Wobei, da habe ich gerade 200 Kugeln verballert. Hier haben wir auch noch ein bisschen was und das ist sowieso... Na ja, cool, das ist ja verschiedene Munitionstypen. Zugang zum Dach. Wieso lande ich jetzt plötzlich hier? Die Türme sind sowieso deaktiviert, die habe ich kaputt gemacht. Menschen des Commonwealth. Wollte gerade sagen, ich höre Hubschrauber. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Okay, jetzt wird's crazy. Ist das ein Zeppelin? Anders kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das Ding zum Fliegen gebracht haben. Out, das ist fucking awesome, muss ich sagen. Nice. Gut, aber bevor wir irgendwas mit dem Plan, müssen wir sowieso noch die alten Quests zu Ende machen und damit würde ich auch sagen, war es das für diese Folge. Wir hatten ein bisschen Spaß mit Kellogg, wir haben ihn umgebracht und wir sind sicher am Boden. Und können hier nochmal das nukleare Material einsammeln. Und die ganzen Leichen noch. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wobei, das haben wir schon. Gegen die hin. Ich meine, ich muss die ja vom Weiten sehen können gleich. Gut. Wir sehen uns morgen wieder und zwar werde ich zu Hause jetzt ein paar Sachen ablegen und dann sehen wir uns zu Hause wieder beim Aufrüsten unserer neuen Waffen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.